Grüß Gott, der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer ist unterwegs in seinem Bistum. Es ist mittlerweile sein 7. Regionalbesuch und der führt ihn dieses Mal nach Cham in die Bildungsstätte Haus St. Gunther der katholischen Jugendfürsorge. Die Bildungsstätte St. Gunther hat hier auch schon eine über 30-jährige Tradition. Es ist eine Schule, eine Tagesstätte, therapeutische Dienste für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung. Und zur Gesamteinrichtung gehört auch noch die Frühförderstelle, die über 300 Kinder im gesamten Landkreis Cham betreut. Also eine sehr große Komplexeinrichtung, die aber sehr viel herausgeht zu den Familien. Die Bildungsstätte ist bekannt für die Arbeit mit Ton. Und in den letzten Wochen gab es da einiges zu tun, denn es wurden liebevoll Katholikentagskreuze von den Schülerinnen und Schülern gefertigt. Das war die ganz große Überraschung. Katholikentagskreuz von den Burschen oben in der Werkstatt selber in allen Schritten gestaltet. Es wird einen Ehrenplatz bekommen bei mir, weil es natürlich auch eine schöne Hinführung und Erinnerung an den Katholikentag ist. Ich wusste natürlich schon von der Werkstatt, weil in unserem Konferenzraum in Regensburg steht ja ein Pfingstreiter. Und wie ich vor kurzem in Rom war, in der Glaubenskongregation, habe ich gesehen, dass dort auch im Büro vom Erzbischof Gerhard Ludwig Müller auch einer steht. Noch ein schönerer, gell? Also den allerschönsten hat er mit nach Rom genommen. Und jetzt habe ich auch ein Kreuz. Es war schön, dass man mal live einmal gesehen hat. Wenn ich da also im Fernsehen sieht man zwar, aber dass man mal so richtig live sieht und alles sehen, dass man mit dem sich unterhalten kann. Und dass er sagt, was wir mit ihr machen, dass wir Katholikskreuze machen, alles, weil es gemacht wird. Ja, und ich finde es einfach schön, dass er heute mal da war zu Besuch. Die Kreuze können Sie für 10 Euro inklusive Versand im Internet bestellen unter sankt-gunter-kam.de.